ein ganz wesentlicher Punkt ist die 360-Grad-Sicht mit allen Facetten des Quality Managements. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt und wo man wirklich ein wirklich rundes Bild bekommt. Zum einen fand ich die Keynote sehr interessant, hat sehr gute Anregungen gegeben, sich das Thema der neuen Technologien, ob wir uns über IoT, Robotik oder sonst was unterhalten, dass man das einfach mit einbeziehen muss und dass da wahrscheinlich die alten Mechanismen, die alten Prozesse nicht mehr eins zu eins übertragbar sind, sondern dass man hier wirklich das, was man an Bestand, an Know-how hat, adaptieren muss und gerade für die neuen Technologien. Ganz klar, alle, die mit Softwareentwicklung zu tun haben, ist das eigentlich ein Must. Ich habe viele Gespräche geführt schon im Laufe des Tages. Es kam immer wieder hoch, darf man wirklich nicht mehr mit Produktivdaten testen. Da gibt es sicherlich noch ein gewisses Know-how-Defizit. Also von daher sollte man das auf jeden Fall, es ist jedenfalls eine sehr gute Zielgruppe. Aber auch das Thema Qualitätsmanagement durchdringt immer tiefer und immer weiter das Unternehmen. Ich glaube auch für Management, Führungskräfte ist das ganz interessant, sich hier mal einen Know-how-Schub zu holen, was es gibt, was es möglich ist und welche Bedeutung das eigentlich hat und das auch reflektieren können auf ihre Unternehmen. Verschiedene Dimensionen, was mir sehr gut gefällt, ist die Internationalität. Man kann wirklich sagen, ich habe mit ganz unterschiedlichen Nationen über Themen gesprochen. Was für uns ganz wichtig ist, dass das Netzwerk mit den Partnern und wir haben Bestandskunden hier, haben eine sehr gute Möglichkeit der Kundenbeziehungspflege, aber auch neue Kunden mit neuen Kunden in Kontakt zu kommen und Themen sehr, sehr qualifiziert zu diskutieren. In Summe gesehen kann man wirklich sagen, dass die Teilnehmer hier alle einen sehr, sehr hohen Qualifikationsstand bezüglich des Themas haben. Einmal alle klassischen Themen, die das Thema Qualitätsmanagement mit sich bringt. Aktuelle Themen, das Thema EU-Datenschutzgrundverordnung ist ein wesentliches Thema, haben wir sehr viele Diskussionen schon geführt an unserem Stand. Diese Themen der Aktualität, der brennenden Fragen und wie gesagt EU-Datenschutzgrundverordnung als ein Thema wird hier sehr gut beleuchtet und rundum beleuchtet. Da möchte ich wieder ein bisschen ausgehend von der Keynote kommen, der Referent wirklich ein sehr breites Spektrum dargelegt hat. Sieht man hier dieses Thema, wie gehen wir um mit IoT, wie gehen wir um mit DevOps, wie gehen wir um mit Robotics. Diese Themen werden hier einfach diskutiert und vorangetrieben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man nicht auf diesen klassischen Themen nur beharrt, die wichtig sind, die auch noch nicht zu Gänze abgedeckt sind in den Unternehmen, aber man muss wirklich einen Blick vorwärts haben, um parat zu sein für die neuen Themen.